Gegen Abend erreichen wir die berühmte Oasenstadt Shifa. Die gesamte Altstadt ist mit einer über 10 Meter hohen, mächtigen Festungsmauer aus dem 17. Jahrhundert umschlossen. Wir durchqueren das große westliche Tor oder Tavosa und gelangen in die Ishtankala, die Altstadt. Als erstes fällt das Minarett Calda Mino ins Auge. Wenn man am Fuß des Minaretts steht und nach oben blickt, scheint es unendlich hoch und mächtig. Doch der erste Eindruck täuscht. Wir wohnen in der Aminshan-Medrese, direkt nebenan. Vom Innenhof aus relativiert sich das Bild, doch das Minarett wirkt schon etwas unproportioniert. Kein Wunder, sein Durchmesser beträgt am Boden über 16 Meter. Es sollte damals das höchste Minarett im islamischen Orient werden. Entsprechend dem Bauplan sollte es eine Höhe von ca. 80 Meter erreichen. Aber der Bau musste angeblich wegen statischer Probleme schon bei einer Höhe von 26 Metern abgebrochen werden. Doch nicht nur die geplanten Ausmaße, sondern auch der Schmuck des Minaretts sind einzigartig. Die Ornamentgürtel bedecken die gesamte Fläche des Minarettstumpfes. Die Zitadelle aus dem 17. Jahrhundert besteht aus einem Komplex mit mehreren Höfen. Eine Vielzahl der Räume ist noch erhalten, so zum Beispiel auch die Empfangshalle. Kommen Sie jetzt näher. Weil das konnte man nicht das festigen. Das ist das, was wir nur in Chiva sehen. Und deswegen hat das den Namen bekommen, Majolika aus Chiva. Und sie bilden ein schöne Ornamente hier. Und das, was Sie hier sehen. Da fließen in dieser Region extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, wurden sie angenagelt. Man sieht hier die geometrischen Figuren und drin sind die Pflanzen. Im Zitadellenkomplex erhalten ist auch eine Moschee. In der Münzerei wird noch Stoffgeld aufbewahrt. Wenn die Scheine schmutzig waren, wurden sie seinerzeit gewaschen. Damals hatte also Geldwäsche eine ganz andere Bedeutung. Unser nächstes Ziel ist die Juma-Moschee. Ursprünglich wurde sie als Palast bzw. Hauptmoschee im 10. Jahrhundert gebaut. Zwei Öffnungen im Dach erhellen den schlichten Innenraum. Die Holzdecke wird von 212 unterschiedlich gestalteten Holzsäulen getragen. Einzelne dieser Säulen lassen sich bis in das 10. und 12. Jahrhundert datieren. Der Palast Chokshali, Tashkuli-Palast, auch steinernes Hauspalast genannt, ist besonders sehenswert. In diesem Gebäude ist noch ein alter Harem erhalten. Die Holzdecken werden wieder von geschnitzten, schlanken Säulen getragen, die auf Marmorsockeln ruhen. Der wollte das ein Palast errichten. Sehr großen Palast. Und der Baumeister wurde beauftragt, dass er das binnen 2 Jahren errichtet wird. Der Baumeister hat gesagt, nein, das geht nicht. Das kann man binnen 2 Jahren nicht errichten. Und dafür wurde er bestraft. Dann wurde der zweite, das Architektor, beauftragt und der hat gesagt, ja, von mir, dass wir das binnen 2 Jahren errichtet. Das hat nicht 2 Jahren, sondern das hat 8 Jahren gedauert, aber dafür wurde er reichlich belohnt. Und Sie wissen warum, weil es ist, man darf dem Herrscher nicht widersprechen. Zum Abschluss statten wir dem Palawan Maxmut Mausoleum noch einen Besuch ab. Der Innenhof beherbergt einen heiligen Brunnen. Das Wasser schmeckt zwar salzig, soll aber verjüngend wirken.
Vater machen wir gerne. Erdbestattungen sind in dieser heißen Region zur Schonung des Grundwassers nicht erlaubt. Auch in Schifa werden Teppiche gemeinschaftlich geknüpft. Eine weitere Spezialität in der Oasenstadt sind Stickereien nach alten Fliesenmustern. Es ist Abend geworden. Die Tagestouristen haben Schifa verlassen. Das Leben innerhalb der Stadtmauern ist wie ausgestorben.